In diesen Wochen ist im und um den Borussia-Park immer was los. Mittwoch war es noch Bern, morgen kommt Bayer Leverkusen zum Saisonstart ins Gladbacher Wohnzimmer. Die Stimmung ist nach dem Erreichen der Champions League-Gruppenphase zwar gut, trotzdem gilt die volle Konzentration jetzt wieder der Bundesliga. Ich glaube, dass uns da eine sehr starke Mannschaft antreffen wird. Wir sind sehr selbstbewusst durch die Ergebnisse jetzt, durch das Weiterkommen, aber dürfen natürlich Leverkusen nicht unterschätzen. Das ist eine Top-Mannschaft und da müssen wir wieder eine Top-Leistung bringen. Mit einer Top-Leistung rechnen auch die Fans. Mit den 3 Siegen in den ersten 3 Pflichtspielen und der Unterstützung des gesamten Borussia-Parks dürfte da doch eigentlich nichts schiefgehen. Ja, Top-Spiel, ne, am Abend. Ich denke mal, Gladbach wird zu Hause dominieren, weil es zu Hause ist. Aber mit dem Schwung von heute müsste Leverkusen schon eine gute Leistung bringen, glaube ich, um eine Chance zu haben hier in Gladbach. Ne? Eine hochmotivierte Borussia-Mannschaft, die aus meiner Sicht 3-1 gewinnt. Die Zuversicht kommt nicht von ungefähr. Denn hier in Gladbach haben die Fohlen in der letzten Saison nur 3 Spiele verloren. Yannick Westergaard weiß genau, wie es ist, den Borussia-Park in einem Auswärtsspiel zu besuchen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, hier im Borussia-Park zu spielen als Auswärtsmannschaft. Und das müssen wir natürlich versuchen auszunutzen. Unterschätzen wollen die Borussen die Werkself natürlich trotzdem nicht. Leverkusen hat die letzte Saison einen Platz vor den Fohlen abgeschlossen und hat auch in der Winterpause nicht geschlafen. André Schubert warnt auch deshalb davor, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Alles, was aus Bayer kommt, aus Bayer Leverkusen kommt, geht in Richtung, wir wollen oben angreifen. Also eine absolute Top-Mannschaft, haben sich super verstärkt. Und dementsprechend ist das gleich ein Riesenbrett da im ersten Spiel. Aber wir freuen uns drauf.